Kinder und Märchenfreunde. Ich, der Waldzauberer Peter, möchte euch ganz herzlich begrüßen hier in unserem Märchenhaus. Aber ich wohne nicht alleine hier. Nein, ich wohne mit meiner lieben Hexe. Und dahin, ich werde sie mal rufen für euch. Kommt mal mit. Ja, liebe Kinder, wollen wir doch mal schauen, ob die Hexe heute da ist. Hexe, bist du da? Kinder und Märcheninteressierte wollen dich sehen. Komm raus und begrüße sie. Da bist du ja. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr mich besucht an so einem schönen Tag. Hier wohnt mein Waldzauberer, ich. Und das Wallmännchen wohnt auf dem Wall. Und ich will euch heute ein schönes Märchen lesen. Vielleicht auch zwei. Aber dem sollen viele Märchen folgen. Also bleibt bei uns ein bisschen. Seid ihr schon ganz gespannt und neugierig? Na dann kommt mal mit. Liebe Märchenfreunde, hier seid ihr in meinem Märchenhaus. Und das hier oben ist die Märchenstube. Hier werden die Märchen gelesen, gespielt, erzählt und gebastelt. Heute haben wir hier eine ganz große Osterhasenbatterie aufgebaut. Eine kleine Galerie. Osterhäschen in jeder Form. Und hier in diesem Märchenhaus sind ganz, ganz viele Märchen versteckt. Schaut euch einmal um. Da sind die Märchen von Ali Baba und den 40 Räubern. Die Märchen vom Flaschengeist. Da drüben zum Beispiel sind ganz viele Märchen versteckt in den schönen Bildern. Was mag wohl das Spinnrad hier im Märchenhaus zu suchen haben? Und der König der Frösche dort mit seiner wunderschönen Krone oder die ganzen vielen kleinen Hexen, alles meine Schwestern. Ja, und unser Wallmännchen hat hier auch ab und zu ein Gastspiel. Und viele fleißige Helfer haben das Märchenhaus mitgestaltet. Wir haben hier wunderschöne Märchenklöppelarbeiten. Und wir haben Masken, die wir selbst gebastelt haben. Dort zum Beispiel haben wir einen wunderschönen Märchenbaum. Und wir haben ganz, ganz viele Märchenbücher. Im Moment gibt es 212 Länder auf der Welt und 193 Märchenbücher haben wir schon. Es fehlen uns aber noch ein paar. Und vielleicht hat der eine oder andere Märchenfreund oder Märchenfreundin noch ein Buch, das wir noch nicht haben. Ich lade euch recht herzlich ein, uns immer einmal zu besuchen. Nicht nur zum Märchengeburtstag, auch zum Märchenprojekt und auch für die Erwachsenen machen wir Märchenlesungen, die ganz vergnüglich und besinnlich sein können.